Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Texteinrichtung und Regie Christoph Dietrich. 2. Teil: In den Fängen der Gewalt. Der Däne Peter Lime, alias Peter Lime, ist erfolgreicher Berufsfotograf und lebt in Spanien. Er verdient sein Geld als Paparazzo und ist zu diesem Zweck an die Costa Brava gereist. Sein Opfer? Ein Minister der neuen konservativen spanischen Regierung bei einem heimlichen Rendezvous mit seiner Geliebten. Noch während des Shootings erhält er in seinem Versteck einen Anruf einer Frau vom dänischen Geheimdienst PND. Das Piepen seines Handys bringt die Leibwächter des Ministers auf seine Spur. Es kommt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der es Lime jedoch, dank seines Karate-Trainings, gelingt, die Verfolger abzuschütteln. Zurück bei der Familie in Madrid, bei seiner Frau Amelia und seiner Tochter Maria Luisa, begegnet er auf dem Platz vor seiner Wohnung Clara Hoffmann, der Frau vom dänischen polizeilichen Nachrichtendienst. Sie konfrontiert ihn mit einem Foto, von ihm 1970 aufgenommen, auf dem eine Frau abgebildet ist.